Willst du deinen Rücken, deinen Nacken, deine Schultern schön beweglich haben? Dann bleib dabei. Und Thomas, sag mal, wie es dazu kam zu diesem Video. Ja, also ich bin, glaube ich, der Übeltäter, weil viel Schreibtischarbeit und da zieht es natürlich dann auch vor allem bei mir im Nacken. Aber der ganze Oberkörper ist bei mir ein bisschen Baustelle und deswegen bin ich froh, hier zu sein. Okay, let's start. Wir fangen an. Fersensitz oder setz dich auf den Stuhl. Das geht natürlich auch. Oder auf die Couch, irgendwohin, wo du einfach sitzen kannst. Richte deinen Kopf gerade nach vorne und dann dreh ihn 45 Grad nach links. Und zieh deine linke Schulter runter. Und greife mit der rechten Hand über den Kopf. Und zwar so, dass er jetzt hinten, wo der Übergang vom seitlichen linken Kopf in den hinteren Kopf geht, dass du ihn da greifst und zieh ihn nach vorne rechts unten, also in die Richtung der rechten Schulter. Und dann merkst du, dass hinten ein Strang richtig eng ist, meistens zumindest. Und genau an dem ziehen wir nun und machen ihn dadurch länger. Zumindest stellen wir uns das so vor. Eigentlich immer die Spannung runter, wissenschaftlich ausgedrückt. Die linke Schulter schön tief ziehen, den Kopf nach rechts vorne unten und wir werden immer länger, weil der Winkel immer größer wird. Thomas, sieht es schon bei dir? Ja, mega. Wunderbar. Jetzt ziehen wir gleich noch mehr, okay? Mhm. Und zwar, jetzt ziehst du mit deinem Kopf gegen deine Hand. Zieh mit deinem Kopf gegen deine Hand nach hinten, oben, links. Mhm. Stetig steigern, nicht ruckartig, aber deutlich. Entspanne wieder, lass locker und zieh den Kopf weiter nach vorne, rechts, unten. Und spann nochmal an, nach hinten, oben, links. Die Kraft muss rein. Die Kraft in die gedehnten Muskeln, das fühlt sich richtig gut an. Wieder locker lassen und wieder weiter runterziehen. Und langsam wieder vorsichtig rausgehen. Gerade bei Halswirbelsäule immer ein bisschen vorsichtig und langsam bewegen. Noch mehr als bei anderen Körperbereichen. Jetzt drehen wir den Kopf nach rechts. 45 Grad. Rechte Schulter tief. Linke Hand über den Kopf. Dann so weit nach hinten, bis das hintere Ende an der Seite erwischt wird. Und jetzt den Kopf nach vorne unten links ziehen. Im Rücken gerade bleiben dabei. Und jetzt taucht wieder dieser Strang auf. Der Strang, der stark ziehende hinten rechts, der immer so viel Probleme macht. Daran ziehen wir jetzt und machen ihn immer flexibler. Also auf der Seite ist viel schlimmer als die linke. Dann bitte diese Seite aus dieser Erfahrung heraus öfter üben oder intensiver üben als die andere, dass ich das wieder schön ausgleichen kann. Also muss man immer beide Seiten machen oder kann ich auch einfach nur die rechte Seite? Du kannst Seite auch, wenn du merkst, dass eine Seite viel kürzer ist, viel verspannter ist, dann kannst du auch die eine Seite machen, weil dann holt die Seite dann eher auf und schließt auf mit der anderen, dass die dann gleich gut drauf sind. So, und jetzt, nachdem wir ein bisschen reingedehnt haben, ziehen wir den Kopf nach hinten oben rechts. Du zu Hause bitte auch. Zieh nach hinten oben rechts. Wenn du übrigens nicht so lange im Fersensitz sitzen kannst, dann wechsel zwischendurch den Sitz und setz dich irgendwie anders hin. Und lass wieder locker und zieh den Kopf wieder weiter nach vorne, unten links. Und nochmal, genau der Strang, der jetzt gedehnt wird, den spannen wir an und spannen ihn mehr an und noch ein bisschen mehr. Lass ihn wieder locker und jetzt merkst du, wie du den Kopf weiter runterziehen kannst. Wir bringen damit immer mehr Funktion in die Bewegung hinein. Das hat sich immer mehr rauskristallisiert. Durch dieses Anspannen nimmt der Muskel wieder die Länge als eine gute Länge wahr, wo er entspannt bleiben kann. Jetzt kannst du langsam rausgehen, Thomas. Und jetzt machen wir weiter. Du kannst so bleiben, beziehungsweise wir gehen jetzt hoch, geh mal langsam raus. Wenn du lange im Fersensitz warst, dann immer schön langsam rausgehen, weil das ja auch eine Dehnung ist, die wir die ganze Zeit gemacht haben. Und jetzt gehst du mit den Fingern nach vorne, sodass die Daumen sich berühren. Ja, Daumen berühren sich und die Finger
gehen so weit nach vorne, bis du in dieser Position mit vollkommen gestreckten Armen, mit dem Brustbein, mit dem oberen Ende des Brustbeins, immer weiter nach unten durchtauchen kannst. Die Arme müssen ganz gestreckt bleiben. Und dann atmen wir uns erstmal immer weiter nach unten. Und das zieht in der Schulter, das zieht in den Oberarmen, das zieht den Rücken ein Stück außen an der Seite vor allen Dingen, meistens runter. Und jetzt drückst du mit den Händen so fest wie möglich gegen den Boden, lässt aber die Ellbogen gestreckt. Richtig schön drücken und locker lassen und weiter runterkommen. Und wieder drücken, fester drücken, Ellbogen bleiben gestreckt dabei, noch fester drücken, locker lassen und weiter runterkommen. Und nochmal drücken, in den Boden drücken, fest in den Boden drücken, locker lassen und nochmal weiter runterkommen. Und langsam wieder hochkommen. Schöne Belastung, gell? Oh, das fühlt sich richtig gut an, Thomas. Ja, also hier im oberen Bereich finde ich es richtig gut. Ich liebe das. Ich liebe das. Oh Mann. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die Bauchlage. In die Bauchlage. Das klingt gut. Das brauchen wir für den oberen Rücken, damit der schön entspannt, und der Nacken. Und der Arm geht horizontal raus, also horizontal zur Schulter, das heißt auf Schulterhöhe raus. Und das linke Bein nach links, das rechte Bein dran, linke Hand aufstellen. Und jetzt heben wir das linke Bein immer weiter nach links und drehen uns immer weiter in die Dehnung, bis die rechte Schulter sagt, stopp, das wird mir zu viel. Muss gerade noch gut erträglich sein. Wenn es nicht mehr gerade noch gut erträglich ist, dann stoppen, warten, bis das Gewebe nachgibt. Ja, ihr seht, das ist eigentlich ganz einfach. Das, was zu kurz ist, ziehen wir einfach lang. Das nennt man Dehnung. Und dann spannen wir wieder an, wie jetzt auch. Wir spannen in der Dehnung an. In der Position, in der wir sind, richtig fest anspannen gegen den Boden. Noch fester, noch fester, noch ein bisschen fester. Locker lassen und weiter in die Dehnung. Und nochmal anspannen, locker lassen, weiter. Richtig Kraft rein, anspannen, locker lassen, weiter. Anspannen, locker lassen, weiter. Und bewegen uns langsam raus. Langsam bewegen, Thomas. Ja. Das Geräusch war, ich habe mich zu schnell bewegt, hieß das. Ist okay. Ja? Immer dran denken, man bringt den Körper damit teilweise in Positionen, die er lange nicht mehr eingenommen hat. Und dann braucht er einfach ein bisschen behutsames Behandeln. Ich finde, man muss sich auch ein bisschen zügeln, weil wenn die Dehnung intensiv war, dann denkt man, oh, schnell wieder raus. Aber dann, wenn man es langsam macht, dann ist man ja länger noch so drin. Und dann denkt man, oh, schnell raus. Aber okay. Ich zügel mich. Jetzt das rechte Bein bitte nach rechts legen. Ja. Und das linke Bein ans rechte dran. Und jetzt nach rechts drehen. Drehen nach rechts. Immer weiter. Schön die Atmung einsetzen. Tiefes Ein- und Ausatmen. Beim Ausatmen entspannt der Körper. Und das kannst du dann gut nutzen, um weiter in die Dehnung zu gehen. Und auch hier fangen wir jetzt an und drücken ganz fest mit der Hand gegen den Boden. Ganz fest mit der Hand gegen den Boden drücken. Wieder locker lassen und weiter in die Dehnung gehen. Und nochmal reindrücken, gegen den Boden,
locker lassen und weiter die Dehnung. Und reindrücken, locker lassen und weiter in die Dehnung. Und auch jetzt, Thomas, Achtung, langsam rauskommen, dass der Körper sich gut dran gewöhnen kann. Und kurz mal aufstützen und genau so bleiben wir jetzt auch. Und jetzt ist der Job folgender. Jetzt nimm mal die Arme so und fühle mal den Kontakt zwischen deinen Rippenbögen und dem Boden. Rippenbögen? Ja, also, Rippenbögen, okay, ja. Boden. So, und jetzt drückst du dich immer höher, ziehst dabei das Kinn in Richtung Kehlkopf. Aha. Und das machst du immer weiter, aber die Rippenbögen dürfen nicht den Kontakt zum Boden verlieren. Immer weiter hochkommen, aber der Rippenbogen, die Rippenbögen müssen unten bleiben. Okay. Ich glaube, die Übung habe ich noch nie gemacht. Ja, umso besser. Oh. Es gibt immer ein erstes Mal. Und es gibt immer den ersten Muskelkater, der ist so genial. Muskelkater lieben wir, weil da die Muskeln zeigen, dass sie belastet worden sind. Und jetzt drück mal, Thomas, mit der Kraft des Rumpfes die Unterarme gegen den Boden. Drück mal zwei Dellen in den Boden rein. Und lass locker und dann merkst du, aha, jetzt kannst du noch ein Stückchen höher. Mhm. Verliere nicht den Kontakt, die Rippenbögen zum Boden. Geh immer höher und verliere nicht den Kontakt. Und wieder. Mit dem Rumpf die Arme nach unten drücken. Und noch mehr. Und richtig fest drücken. Noch fester drücken, Thomas. Mhm. Drücken zum Entzücken und locker lassen und weiter noch ein Stückchen. So, und jetzt wird es besonders genial, weil jetzt heben wir uns mit den Armen raus. Wenn es bei dir nicht geht zu Hause, ja, dann geh in den Vierfüßlerstand und lass dich dann von dort aus runter. Das geht auch. Ansonsten nehmen wir jetzt die Arme so, dass sie erstmal nach vorne etwas mehr sind. Und gehen immer weiter zurück und versuchen, mit den Leisten am Boden zu bleiben. Wir drücken uns immer höher und versuchen, mit den Leisten am Boden zu bleiben. Was zieht bei mir voll im Bauch? Ja, das ist gut, dann wird er länger. Das war ein bisschen unwissenschaftlich ausgedrückt. Aber für die Laien, die mitmachen, die wissen schon, was gemeint ist. Ja, und jetzt drücken wir mit Rumpfkraft, drücken wir die Hände gegen den Boden. Zittert bei dir auch alles? Ja. Bei mir auch. Fester, noch fester. Locker lassen und noch ein bisschen weiter aufrichten. Wenn es bei dir in den Rücken reinzieht, ist vollkommen in Ordnung. Es darf nur nicht zu stark sein. Ja, es muss so sein, dass es gerade noch gut erträglich ist. Schön weiter nach oben. Und nochmal, mit der Kraft des Bauches und des Rumpfes die Hände in den Boden reindrücken. Fester drücken, noch fester drücken. Locker lassen und ein letztes Mal noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Noch ein bisschen weiter hoch. Okay, und jetzt, Thomas, ist es besser, langsam runterzukommen, ja, weil die Dehnung extrem war. Aber extreme Dehnungen bringen extreme Effekte. Und das ist gut. Langsam hoch, nicht zusammenfallen jetzt, nicht zusammenbrechen, sondern hochkommen, kurz mal in die Gegenbewegung gehen und hinsetzen, Füße nach vorne,
Jetzt geht eine Hand an die Füße und die andere Hand an das obere hintere Kopfende. Die Hand am Kopf zieht den Kopf nach unten. Und die Hand an den Füßen zieht den Rumpf nach vorne. Kannst du es ansteuern, Thomas? Ja, ja, ne? Ja, das geht. Aber du merkst, der untere Rücken, der ist jetzt richtig, der gibt erstmal Widerstand, weil der war ja in der anderen Übung eben ganz kurz. Und jetzt ist es ja andersrum. Jetzt muss der ganz lang werden und muss nachgeben. Kopf runterziehen, Rumpf nach vorne ziehen. Kopf runterziehen, Rumpf nach vorne ziehen. Schön die Atmung einsetzen. So, und jetzt will der Rumpf nach oben hinten und der Kopf will nach oben. Das ist wieder die Kraft, die wir reinbringen, damit die Muskeln sich an diese Winkel gewöhnen und da entspannt bleiben können. Locker lassen, Rumpf weiter nach vorne, Kopf weiter nach unten. Und nochmal, der Kopf will nach oben, der Rumpf will nach hinten. Locker lassen, nochmal mehr in die Dehnung ziehen. Kopf und Rumpf noch mehr in die Dehnung ziehen. Und ganz, ganz langsam und vorsichtig wieder rauskommen. Und jetzt lass die Beine aufgestellt und leg dich auf den Rücken. Und bring deine Lendenwirbelsäule mal vollständig auf den Rücken. Lendenwirbelsäule vollständig auf den Rücken bringen. Kontakt haben. LWS zum Boden. Hallo, hier bin ich. Und ich bleibe hier. So, und dann das Kinn zum Kehlkopf. Das fällt jetzt ganz schwer. Aber versuch's. Helf dir mit den Händen am Kopf. Die Arme auflegen. 90 Grad im Ellbogen gebeugt. Oberarme sind in Schulterhöhe und die Unterarme zeigen nach oben, also Richtung Kopf. Okay. So, und jetzt drückt die Lendenwirbelsäule gegen den Boden. Das Kinn drückt zum Kehlkopf oder zieht besser gesagt zum Kehlkopf. Und die Arme drücken nach unten zum Boden. Lendenwirbelsäule runter, Kehlkopf, also Kinn zum Kehlkopf und die Arme drücken. Wenn ich mein Kinn zum Kehlkopf ziehe, dann merke ich es vom Kopf bis unter die Schulterblätter, bis runter. Das ist gut so, freu dich. Und noch mehr. Lendenwirbelsäule runter, Kinn runter. Und die Arme drücken gegen den Boden. Und noch ein bisschen, und noch ein bisschen, und noch ein bisschen, und langsam auflösen, vorsichtig hochkommen, in den Kniestand gehen oder in den Fersensitz, geht beides. Und jetzt nimmst du das Handtuch und ich nehme einen Schulterretter. Und jetzt greifst du mal das Handtuch oder auch den Schulterretter. So, dass du merkst, oh, da ist ganz schön eng alles. Und genau in der Position versuchst du jetzt zunehmend nach hinten zu kommen. Bewege ein bisschen nach links und nach rechts, um da mehr Mobilität reinzubekommen. Und versuch immer mehr nach hinten zu gehen. Hab gerade falsch gegriffen, habe ich gemerkt. Und geh genau in den Punkt, wo es am engsten ist. Und da, wo es am engsten ist, da arbeitest du ein bisschen. Gehst ein bisschen rein, wieder raus und hältst dich genau an diesem Punkt auf. Das ist das Tolle an so einem Schulterretter oder auch einem Handtuch, egal, wenn es richtig gegriffen ist, dass du genau an diesem Punkt deiner Schulter jetzt beibringen kannst, dort beweglich zu sein.
Und wir wissen aus Erfahrung, je beweglicher die Schulter ist, desto weniger hat sie mit Schmerzen zu tun. Das kann man, glaube ich, so sagen. Gell? Ah, schön dort an diesem Punkt. Wow. Jetzt komm raus. Fühl bitte in deinen Rücken. Fühl in deine Schulter. Fühl in deinen Nacken. Und sag mir was. Oh, es fühlt sich richtig gut an. Also man merkt, dass man wirklich was gemacht hat, auch in 20 Minuten schon. Sagst du das jetzt, weil ich dich das frage und du das sagen musst, oder sagst du dir, was du wirklich so fühlst? Nee, sonst würde ich ja nicht hier arbeiten, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Okay, also. Okay. Kann man probier's zulassen, aus, gell? Probier's aus. Du zu Hause, wenn du die Übung mitgemacht hast, merkst es ja selbst. Mach diese Routine so oft wie möglich, damit sich alles super gut anfühlt. Die Chance wird immer größer. Abonnier den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Super, super wichtig, sonst verpasst du wertvolle Routinen eventuell. Und wenn du eine Playlist haben willst mit weiteren Routinen, dann klickst du bitte dort. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Thomas, danke fürs Mitmachen. Gerne. Ciao. Oh, ciao. Tschüss.